Hallo und herzlich willkommen zu Cardus Debate 18. Unser Thema heute ist Open End, eine Software-Toolbox, die das Ziel hat, die tägliche Arbeit von NGOs zu erleichtern. Open End kommt auch bei Cardus zum Einsatz und auch dazu werden wir heute was hören. Ich freue mich sehr, meine zwei Gäste heute begrüßen zu dürfen, und zwar Ben von Open End und Alex von Cardus. Ben, Alex, nutzt doch die Chance und stellt euch ganz kurz vor. Und ich würde sagen, Ben hat den Vortritt. Ja, moin, ich bin Ben von Humanilog und wir haben das Projekt Open End gestartet. Ja, moin, auch von meiner Seite. Genau, ich bin Alex von Cardus und bin Ende letzten Jahres für Cardus nach Lesbos gefahren, um da in einem EMT-Einsatz, also in einem Einsatz, wo ein Emergency Medical Team zum Einsatz kam, medizinische Nothilfe in Kara Tepe zu leisten, und bin da als Logistiker dabei gewesen. Vielen Dank euch beiden. Ich nutze auch die Chance und stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Carina. Normalerweise begrüßt euch Corinna an dieser Stelle, die ist aber aktuell im Außeneinsatz, deswegen bin ich heute als eure Gastmoderatorin für euch da. Und wir sind zwar hier zu dritt, aber normalerweise ist Cardus Debate, wie der Name ja sagt, ein Format, wo man sich vor Ort trifft und zusammen nicht nur jemandem zuhört, sondern eben auch debattiert. Dies ist natürlich aktuell aufgrund von Corona nicht möglich. Wir sitzen hier alle bei uns zu Hause und sind zusammengeschaltet, aber ihr habt natürlich trotzdem die Möglichkeit, interaktiv teilzunehmen und zwar Fragen zu stellen. Und da gibt es die Möglichkeit, dies über unseren Chat zu tun. Den findet ihr im Stream direkt selbst oder auf der Webseite cardus.org/debate. Alternativ könnt ihr auch auf Twitter Fragen stellen. Dort verwendet ihr bitte das Hashtag cardusdebate. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf Fragen von euch. Für die, die Cardus vielleicht gar nicht kennen und das erste Mal beim Cardus Debate heute zuschauen, entweder über Stream oder später im Recording, möchte ich noch ganz kurz sagen, was Cardus eigentlich ist. Cardus ist eine unabhängige humanitäre Hilfsorganisation, die besonders im Nordosten Syriens aktiv ist. Allerdings liefert Cardus auch kurzfristig medizinische Hilfe in Katastrophen- und Krisengebieten, zuletzt eben auf Lesbos, wo auch Alex eben mit dabei war. Und in Berlin betreibt Cardus den Crisis Response Maker Space, wo an neuen Konzepten und Equipment für die humanitäre Hilfe gearbeitet wird. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Und da steigen wir ein mit einer kleinen Einführung, die uns Ben gibt, rund ums Thema Open End. Ja, danke, Carina. Wir von Humanilog und sind eine gemeinnützige Organisation und haben uns auf das Thema Logistik und Software spezialisiert, sind selbst Akteur und arbeiten auch mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen in diesen Bereichen. Das Ganze ging ungefähr 2014 so ein bisschen mit mir als Gedankenvater los und danach haben wir dann angefangen, uns eben hauptsächlich im Bereich Logistik und da auch in der Nothilfe einzubringen, zumindest also eben als Partner von verschiedenen Organisationen, haben aber auch so ein bisschen wegen meinem Background, ich war ziemlich lange eine Zeit davor in einem Corporate unterwegs, in einem ziemlich großen Logistikkonzern. Die meiste Zeit habe ich mich davon mit Software beschäftigt und so kleinere Anwendungen gebaut für unterschiedlich große Benutzergruppen, aber nichts so wirklich Großes. Und so ein bisschen das Ende von der Zeit da in so einer Quarter-Life-Crisis, heißt das heutzutage, das gab es damals so noch nicht per Definition, gesagt, okay, ich muss hier irgendwas ändern, ich muss hier raus. Und dann kam eben der Wechsel und der Start von der Organisation, viel ehrenamtliches Engagement und so ein bisschen eben von vornherein der Bedarf, okay, wir müssen irgendwie die Logistik möglichst so hinbekommen, dass das einen minimalen Aufwand macht. Dafür brauchen wir Software. Ich hatte mich da viel mit beschäftigt und eben dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo ja so eine Non-Profit-Organisation oftmals beginnt, dann auch viel Support
Und das war dann eben der Start, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns auch mit dem Thema Software beschäftigen. Und das haben wir dann erstmal für unsere logistischen Themen auch gemacht. Und es kam dann aber eben aus der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Organisationen, mit denen wir da so aktiv waren, auch immer mehr der Bedarf, okay, wir brauchen da eigentlich auch Hilfe, wir brauchen da auch Support. Und das war dann so der Startpunkt zu sagen, hey, eigentlich muss das alles größer werden. Open Source war es von vornherein, weil wir gesagt haben, okay, das ist eigentlich das einzig wahre, die einzig wahre Philosophie, um eigentlich in gemeinnützigen Organisationen mit Software umzugehen, weil es halt einfach immer um Kosten geht. Und wenn man Open Source auf, ich sage jetzt mal, die in Anführungsstrichen richtige Weise angeht, dann ist das auch der einzig wahre Ansatz meiner Meinung nach. Und deswegen haben wir dann eben gestartet, dieses Netzwerk zu gründen, was Open End ist. Und ja, seitdem aufbauend, also das vielleicht nochmal gleich vorneweg für die, die das interessiert, weil wir auch gesagt haben, okay, wir finden das Rad nicht neu, sondern was gibt es denn, was man benutzen kann? Haben wir dann ziemlich ausführlich recherchiert und sind dann damals bei OpenERP gelandet, um eben Organisationsprozesse zu managen. Und haben dann angefangen, da unsere Bedarfe zu entwickeln. Und das ist auch die Basis, also der Framework, den wir nutzen, ist Odoo, was ja eigentlich eine Management Suite für kommerzielle Unternehmen ist, aber dank einer sehr lebendigen Community eben auch schon ein paar Features für gemeinnützige Organisationen bereitstellt. Und unser Anspruch ist halt eben mit einem möglichst großen Netzwerk aus Anwendern, Entwicklern, Förderern, das Projekt nach vorne zu bringen, eben Odoo für die meisten, ich sage jetzt mal, Features, die eben Non-Profits brauchen, abgesehen von den Spezialgebieten, wo sie sich so tummeln, sondern eben für die Dinge, die eben relativ im Standard ablaufen, wo das halt so ist, dann eben eine Toolbox zu haben, die da schon ziemlich viel bereitstellt und halt eben Open Source ist, erweiterbar ist und Raum hat zur Entfaltung. Ja, da hätte ich gleich die erste Frage zu. Und zwar sprichst du von Features, die für NGOs, also Funktionalitäten, die für NGOs besonders interessant sind. Kannst du da mal ein bisschen Beispiele nennen? Logistik kam jetzt schon auf. Was genau bedeutet das denn? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es natürlich Funktionalitäten gibt, die sich so zwischen den beiden Sphären ziemlich ähneln, also logistische Prozesse in der Software abzubilden. Das ist eine Anforderung, die haben natürlich kommerzielle Unternehmen genauso. Gibt natürlich jetzt nochmal andere Ansprüche für eine Non-Profit-Organisation, wo es eben nicht nur darum geht, logistische Prozesse abzuwickeln, sondern halt eben auch, ich sag's mal, Bedarfsplanung zu machen, was natürlich wiederum auf der anderen Seite auch gebraucht wird, aber halt eben in einem Katastrophenfall läuft das eben so ein bisschen anders, als ob ich jetzt irgendwie versuche, ein Auto zu produzieren. Oder das Management von Volontären, was ein Thema ist, mit dem wir uns im Moment relativ viel beschäftigen. Das ist halt auch so was, was halt dann relativ einzigartig ist, eben dann für Non-Profit-Organisationen. Und ja, also das wären so Beispiele. Also es gibt Dinge, die sich paaren. Buchhaltung funktioniert im Prinzip gleich, aber halt eben dann doch ein bisschen anders. Also ich sage jetzt mal, es ist so ein bisschen das berühmte, ein anderes Lied auf den gleichen Instrumenten. So würde ich es vielleicht versuchen, ein bisschen darzustellen, als jetzt jemand, der in beiden Sphären sich schon relativ gut umgeguckt hat und auch mit dem Thema Prozesse, da sich viel auseinandergesetzt hat, ist, glaube ich, das so ein ganz gutes Beispiel. Also es gibt viele Übereinstimmungen, aber hier eben doch so ein Graubereich, der da halt eben zusätzlich noch mit beikommt, wie Dinge eben anders gemacht werden oder halt eben tatsächlich so in der Wirtschaft nicht vorkommen. Okay, vielleicht nutzen wir auch gerade das Beispiel Logistik, was du ja auch noch mal erwähnt hast, und die Besonderheiten davon im Katastrophenfall, um mal zu Alex zu gehen. Der hat das ja genau in diesem Bereich eingesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Wir sind, also eingesetzt haben wir das Ganze ja im Rahmen dieses Nothilfeeinsatzes auf Lesbos, wo es darum ging, nachdem Moria zerstört war und dieses neue Camp Kara Tepe errichtet wurde, letzten Endes medizinische Notversorgung relativ schnell für Tausende von dort lebenden Geflüchteten sicherzustellen. So,
In dem Kontext sind wir da hingefahren und waren da eben als offizielles EMT vor Ort und haben versucht, da medizinische Versorgung sicherzustellen. Das heißt, da kam jeden Tag ein Haufen Menschen, die ganz unterschiedliche Probleme hatten und dann behandelt werden mussten. Das Ganze auch nochmal vor dem Hintergrund von Corona, was natürlich nochmal eine sehr spezielle Situation war, mit der wir da irgendwie handeln mussten. So, und bezogen auf den Bereich Logistik hieß das, dass wir einerseits zusehen mussten, dass es irgendwie immer eine Bandbreite an unterschiedlichen Medikamenten von irgendwie Behandlung von offenen Wunden, von so klassischen, sag ich mal, Geschichten da wie Krätze oder Läuse, die einfach viel durch die Lebensbedingungen in diesem Camp hervorgerufen waren, an der Tagesordnung waren, bis zu irgendwelchen psychotischen Schüben, Beinbrüche oder so. Und dafür, für das medizinische Personal, was vor Ort war, also, da haben immer auch mehrere Ärztinnen und Krankenpfleger und Pflegerinnen gearbeitet, mussten wir als LogistikerInnen irgendwie die nötige medizinische Versorgung stellen. So, und da stand ein kleiner Container, das war dann letzten Endes so mein Arbeitsbereich. Und das heißt dann eben, dass an einem Tag kommen dann eben die Ärzte zu dir und wollen dann relativ schnell natürlich irgendwie im Notfall auch, was weiß ich, einen Gips haben oder ein bestimmtes Medikament haben. So. Und das erstmal abzubilden und da aufzubauen und da eben auch Zugriff drauf zu haben, das war das eine, worum es ging und wo uns natürlich die Software dann auch in dem Sinne geholfen hat, dass wir da kla eigentlich klassische Lagerverwaltung mitgemacht haben. Also angefangen eben von den Medikamenten, von Schutzausrüstung, ne, irgendwie durch Corona irgendwie was auch extrem wichtig sicherzustellen, dass zum Beispiel immer genug sogenannte PPE, also Personal Protective Equipment, für alle, die es brauchten, zur Verfügung stand. Also waren dann beispielsweise Kittel oder Schutzbrillen, Handschuhe. Und genau für sowas ist es, also man kann da mit Excel-Tabellen arbeiten, was so natürlich auch funktioniert, aber eben auch genau mit dieser Software, wo wir das dann beispielsweise eingepflegt haben und relativ gut sehen konnten, okay, was weiß ich, da müssen wir jetzt zusehen, das müssen wir nachbestellen, das geht uns aus. Dann konntest du Prioritäten festlegen und natürlich gucken, irgendwie, das brauche ich unbedingt, das brauche ich vielleicht nicht. So haben wir damit beispielsweise gearbeitet. Ein anderes Tool, was sich dann so im Laufe der Wochen herausgestellt, was total gut war für uns, war die Möglichkeit, zum Beispiel auch Strichcodes auf Waren oder nicht auf Waren, aber auf Medikamente zu bringen. Das klingt erstmal total banal. Man muss sich aber jetzt vorstellen, da laufen ein Haufen Ärzte und Ärztinnen rum, die ja mit Logistik erstmal nichts zu tun haben. So, und ich war da als Logistiker und noch ein Kollege von mir, der aber dann eher für so, sag ich mal, klassische HausmeisterInnen-Tätigkeiten irgendwie da gewesen ist. So, und wenn ich nicht in diesem Container gesessen habe und jetzt kam, da war da aber ein Notfall, so, und da braucht es jetzt aber ein starkes Schmerzmedikament, dann musste im Zweifel irgendwie auch ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin in der Lage sein, dieses Medikament relativ schnell zu finden und es möglichst noch sicherzustellen, dass das Ganze auch dokumentiert ist, damit ich hinterher sehen kann, okay, das ist jetzt vielleicht ausgegangen, ich muss es nachbestellen und nicht am nächsten Tag irgendwie blöd in die Röhre gucke. So, und dafür war zum Beispiel dieses entwickelte System der Barcodes, wo du einfach mit so einem Scanner wie am Supermarkt rangehen konntest und das Ding einmal gegengehalten hast, total hilfreich, um auch so, sag ich mal, Arbeitsabläufe ja tatsächlich eher niedrigschwellig zugänglich zu machen, so ohne dass man davon viel von dem Programm verstehen musste oder so. Und das war zum Beispiel so ein Feature, wo ich sagen würde, ah, das hat die Arbeit auf jeden Fall total erleichtert im Vergleich zu irgendwie, ich habe vier Excel-Listen oder so, ne, und kann da alles dann nur selber eintragen und verstehe es auch am Ende nur selber. So viel vielleicht erstmal so in Kürze oder so ein paar Beispiele. Da hätte ich vielleicht noch eine Nachfrage und zwar, du hast ja gesagt, du warst ja sozusagen als Logistiker. Hast du auch einen Background in Logistik oder hast du dich da reingefuchst? Jein, würde ich sagen. Also ich arbeite in Hamburg in einem Kaffeekollektiv so und habe da einerseits den Bereich Logistik unter mir so und mache da andererseits auch sowas wie Importabwicklung, Büroarbeit. So, von daher, ich habe schon einen logistischen Background, es ist aber mein erster Einsatz im Rahmen
im Rahmen eines Nothilfeeinsatzes mit einer NGO gewesen, der sich, wie Ben das ja auch schon angedeutet hat, natürlich dann in den Anforderungen und auch im Handling dann doch nochmal in Punkten davon unterscheidet, irgendwie Lagerei und Buchhaltung mit Kaffeesäcken zu machen. Also einige Dinge sind da sicherlich sehr ähnlich, andere Anforderungen sind da natürlich dann doch auch wieder verschieden. Also, ja, und wie hast du den Einstieg in die Software gefunden, OpenAnd? Also hast du da eine Schulung bekommen? Hast du dich da selbst reingefuchst? Gab es da Dokumentation? Genau, also ich habe, wir hatten so eine Übergabe gemacht, man muss vielleicht zu mir sagen, ich bin jetzt so niemand, sag ich mal, der jetzt einen großen Background hat, was tatsächlich Computersoftware angeht. Also natürlich, wir arbeiten bei uns auf der Arbeit auch mit der klassischen Logistik-Software, über die wir unsere sowohl Buchhaltung machen als auch Lagerlogistik. So, die funktioniert aber an Punkten natürlich anders. Und ich muss gestehen, dass es für mich von der Zugänglichkeit her sich erstmal in den ersten Punkten tatsächlich erstmal einige Dinge nicht so leicht erschlossen haben. So, das mag auch tatsächlich an meinem fehlenden Background, was Softwaregeschichten angeht, liegen. Wäre aber vielleicht auch nochmal was wir diskutieren könnten, weil ja gerade Cadus auch nochmal so ein bisschen die Besonderheit mitbringt, auch in Abgrenzung zu anderen NGOs vielleicht, dass wir tatsächlich viel mit Volunteers arbeiten. So, das heißt, wo es automatisch natürlich immer eine bestimmte Fluktuation gibt, so, ja, und wenig mit Hauptamtlichen, die dann natürlich automatisch mehr in Themen auch drin sind oder so. Und das fände ich für die Diskussion nochmal ein spannendes Thema, also wie man da irgendwie auch so ein Wissen vielleicht transferieren kann oder so. Das, also ist auf jeden Fall was ich auch nochmal so mitgenommen habe. Genau, da kommen wir eigentlich genau wieder so zum allgemeinen Thema, also zum allgemeinen Thema, ich meine, OpenAnd ist ein allgemeines Thema, aber Dokumentation, Leuten den Einstieg zu vereinfachen, das ist natürlich immer eine Herausforderung für alle Software, Open-Source-Projekte, gerade natürlich mit so einer speziellen Community, vielleicht noch im Besonderen. Ben, vielleicht kannst du uns dazu was sagen, wie ihr versucht, das Ganze anzugehen, also überhaupt so eine Community aufzubauen und dieses, ja, an so eine breite Masse doch mit sehr unterschiedlichen Background den Leuten diese Software hinzubringen. Also da muss ich offen gestehen, da gibt es jetzt noch keine fertige Strategie, weil das bisher so was gewesen ist, dass sich einfach so weiterentwickelt hat und auch irgendwie so ein Stück weit über Mund zu Mund oder eben halt auch unsere Logistikaktivitäten. Also ich würde aber vielleicht gerne vorher nochmal so einen halben Schritt zurückgehen, wie es jetzt denn eigentlich zu dem Thema in Griechenland überhaupt gekommen ist. Weil, also Cadus und wir sind schon seit längerem aktiv, wir haben auch schon in der Logistik zusammen aber gearbeitet, wir haben mal relativ abenteuerlich aus dem Irak ein Zelt mit zurückgeholt und auch im Bereich Logistik in Berlin sind wir schon ein bisschen länger in Kontakt. Tatsächlich aber mit dem Thema auch wirklich akute Not- und Katastrophenhilfe haben wir letztes Jahr angefangen, uns da enger beisammenzustellen, weil der Gedanke halt eben ist, verschiedene Kompetenzen, die eben in unterschiedlichen Organisationen unterschiedlich stark ausgeprägt sind, eben in so einem Umfeld auch zu vereinen. Und da haben wir letztes Jahr angefangen, so grob einen Plan zu schmieden. Und im September klingelte dann mein Telefon und Sepp war dran und sagte, ja, wir haben da jetzt übrigens einen Notfalleinsatz auf Griechenland. Und irgendwie könnten wir da ja auch schon mal was ausprobieren. Und das war dann so ein bisschen der Start. Ein großer Teil von dem, was Alex da schon Benutzung hatte, das war eine Woche vor dem Einsatz noch in den Kinderschuhen. Und wir haben dann mit glühender Nadel an dem ganzen Ding gestrickt, sage ich jetzt mal. Und hatten auch selber eine Volontärin aus unserer Organisation mit dabei, die in den ersten zwei Wochen sozusagen überhaupt mal die logistische Grundstruktur für diesen Container geschafft hat, weil das war ein mittelschweres Chaos, sodass wir da relativ viele Dinge gleichzeitig gemacht haben. Und eigentlich dachte ich einfach nur, ich gebe mal jetzt so einen Computer mit der Software drauf, mit dem Stand, den wir da aktuell haben und schau dann mal, ob dieser Prototyp denn überhaupt dann einfach von irgendjemandem benutzt werden will oder einfach nur in der Ecke liegen bleibt. Deswegen, ich sage jetzt mal, großes Lob, auch wenn man es ja eigentlich nicht für sich selber aussprechen soll, dass das überhaupt dann wirklich durch die ganze Zeit auch genutzt wurde. Ich hatte selbst damit nicht gerechnet an erster Stelle. Dass da jetzt noch Platz ist für Verbesserungen, gerade in Benutzerfreundlichkeit, ist auf jeden Fall gegeben. Um da vielleicht auch noch einen halben Satz zu sagen.
Dementsprechend, Dokumentation ist natürlich auch ein bisschen knapp gewesen. Das haben wir dann durch viele Gespräche erledigt und ich hatte manchmal das Gefühl, meine Tage waren vergleichbar lang wie die von den Menschen vor Ort, die wirklich die Hilfe geleistet haben. Genau, deswegen, da gibt es auf jeden Fall noch viel Raum für Verbesserungen. Da sind wir schon noch am Anfang, umso schöner, dass es gleich dann doch irgendwie Mehrwert schaffen konnte. Und was man natürlich auf der anderen Seite sagen muss, also man kann natürlich auch ein Stück weit Prozesse, die irgendwie ein bisschen komplex sind, weil nur mit Medikamentenverfallsdaten, da gibt es schon so ein paar Dinge, dann vielleicht neben einem Lagerort noch einen zweiten Lagerstandort machen und so weiter und so fort. Und das bringt natürlich immer so ein bisschen mehr Komplexität dann in so ein System rein mit jedem kleinen Haken, den man setzt. Und da ist natürlich gerade in so einem Umfeld dann halt auch wichtig, dass wir einen guten Mittelweg finden zwischen Training, was wir ja auch vorher machen können und auch mit Volontären ja machen können und dann eben aber halt auch mit Sicherheit noch so viel Vereinfachung wie halt nur irgendwie möglich in der Software. Weil sie ist natürlich schon im Grunde für Leute gestaltet, die damit jeden Tag arbeiten und dann halt eben auch vernünftig geschult werden können. Sodass es da, ja, also da haben wir auf jeden Fall noch Platz für Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wüsste ich jetzt auch nicht, wie intensiv man so 32 oder 320 Seiten Dokumentation von irgendwas dann auf so einem Notfalleinsatz wirklich liest. Erfahrungsgemäß ist das nie so richtig der Fall. Aber genau, das wären so die verschiedenen Punkte, wie man da auf jeden Fall klar noch nach vorne weiter eine Möglichkeit finden kann, das noch besser hinzubekommen. Das heißt, ihr habt wirklich die maximale Herausforderung, sozusagen Agilität, aber einfache Benutzbarkeit für Leute unter Extremsituationen. Das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung. Wir haben jetzt von Cardus gehört, die das benutzen. Kannst du denn uns vielleicht noch von anderen Bereichen erzählen, wo das schon zum Einsatz gekommen ist, OpenArt? Es ist ja keine reine Logistik-Software, das heißt, sie ist relativ vielfältig und deckt auch viele Organisationsbereiche ab, weil halt, wie gesagt, auch viele Sachen sich überschneiden. Aber wir arbeiten zum Beispiel doch mit Start with a Friend zusammen. Die sind mit in dem Projekt. Und dann gibt es noch eine andere Organisation, die jetzt nicht so namhaft ist, ist Bon Secours, die mit einem Netzwerk aus anderen gemeinnützigen Organisationen in Kamerun 8 oder 10 Krankenhäuser betreuen. Und mit denen arbeiten wir auch in der Logistik zusammen, aber eben auch in anderen Bereichen wie Spendenmanagement, Projektmanagement, Budgetierung und sowas, was finanziell ist. Der Gedanke ist, auch in den Bereich der medizinischen Versorgung da vielleicht so ein bisschen mit reinzugehen, weil das natürlich jetzt auch wieder dann sich mit Cardus und an der Stelle anbietet. Also da gibt es natürlich dann viele Synergien, um da jetzt vielleicht nur so ein paar zu nennen, vielleicht für die Hamburger, die zuhören, die Hanseatische Materialverwaltung, das ist ein großartiger Kunst- und Kultur-Theaterfundus im Hamburger Oberhafen. Die arbeiten damit. Also wir haben verschiedene Projekte, die das nutzen, weil es halt auch eine sehr vielfältige Software ist und deswegen auch in den verschiedensten Bereichen dann eben eingesetzt wird. Genau, das sind schon verschiedene Leute, die das sozusagen einsetzen. Genannt und gesagt, dass es da auch immer wieder Überlappungen gibt, aber heißt das, ihr habt in der Vergangenheit jetzt immer agil das angepasst für jede Gruppe ihren Bedarf oder gibt es da doch auch, dass manchmal sozusagen die Lösung, die ihr schon bereit habt, einfach wieder verwandt werden kann nach dem Baukastenprinzip? Also da es ja ein sehr großes Community-Projekt ist, gibt es da draußen sowieso schon relativ viele Funktionalitäten, weil sie halt dann nicht unbedingt immer nur tatsächlich dann Non-Profit-spezifisch sind, sondern eben eine andere Anwendung haben. Zum Beispiel jetzt in Form von Hanseatischen Materialverwaltung, da ist Vermietung ein relativ großes Thema und das kann Odo im Standard so auch nicht. Und da gibt es aber auch Module, die das eben ein Stück weit möglich machen. Aber es wird auch schon überall mehrfach genutzt. Also wir selber haben zum Beispiel bei uns im Spendenmanagement so ein paar Sachen noch mit zusätzlich programmiert. Die kommen in so ziemlich jeder anderen Organisation auch mit irgendwie zum Tragen. Genau. Was halt bisher so ein bisschen kurz gekommen ist, dass das halt in relativ vielen kleinen Projekten irgendwie verstreut liegt.
und bei uns so in der Infrastruktur auch ganz gut funktioniert. Und jetzt sind wir gerade so dabei, auch hier mit heute zum Startschuss die Sachen halt zu sortieren, nochmal so ein bisschen zu dokumentieren und so rauszuschieben, dass andere Entwickler oder Menschen, die sich eben damit technisch auseinandersetzen wollen, dann nicht total vor einem Salat stehen. Deswegen, wir sind jetzt gerade dabei, den Weg nach GitHub und die Open Richtung, jetzt könnten auch mal alle mit drauf gucken. Bisher war es ja im Prinzip jeder, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich finde es interessant, kann ich da irgendwie mitmachen? Da haben wir jetzt gerade mit angefangen, auch jetzt, weil heute vielleicht der ein oder andere da ist, den das wundern würde. Und weil halt jetzt auch die Zeit ist, mehr Leute noch mit an Bord zu bekommen und das Ganze noch ein bisschen professioneller aufzusetzen. Wir haben eine Frage dazu bekommen, oder zu OpenAnt, und zwar, vielleicht gar nicht so unpassend gerade, gibt es die Möglichkeit, irgendwie mal zu sehen, wie das Ganze denn ausschaut? Also hier wurde jetzt direkt nach Screenshots gefragt, aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, sich das mal anzuschauen, ob als Benutzer oder ein Entwickler. Also man kann über openarnt.net sozusagen auf die Demo sich einwählen und dann bekommt man so einen Eindruck. Und das ist dann eben eine Komposition aus verschiedenen Community-Modulen, die sich sehr bewährt haben und eben an vielen Stellen immer wieder zum Einsatz gekommen sind. So ein bisschen Anstrich von uns, weil wir mit dem Design von Odo an einigen Stellen nicht so richtig zufrieden gewesen sind. Und dann eben auch noch ein paar zusätzliche Features, die damit reinkommen dann. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt so, die sozusagen an OpenAnt aus diesem Teil mitarbeiten? So, je nach Intensität würde ich sagen, zwischen ein und zwei Hände voll. Also okay. Der Kreis, ne, wenn man jetzt, je nachdem, wie man jetzt Mitarbeiten so sieht, also alle Menschen, die damit zu tun haben und irgendwie dazu beisteuern, weil natürlich ein User, der gutes Feedback gibt, auch eine Rolle spielt, dann geht das bestimmt eher Richtung 50 oder also mit Sicherheit auch mehr Personen, aber es sind an die 15 Organisationen, die da mitmachen und eben dann im Kern der Entwickler so zwischen 5 bis 10, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch alles noch relativ lose. Also wir sind, wie gesagt, da gerade dabei, die erste Kerze zu zünden. Aber in gewisser Weise ist natürlich jetzt auch irgendwie so Community-Start während Corona, auch wenn das jetzt natürlich bei was ist, was irgendwie Software ist und irgendwie extrem viel online funktioniert, natürlich schon auch wichtig, sowas zu machen. Und das war jetzt irgendwie auch natürlich im letzten Jahr nicht so richtig möglich. Aber wir hoffen einfach, dass es noch ein bisschen größer wird und das halt einfach über so kleine Chatgruppen hinaus dann einfach auch da jetzt was passiert. Genau, du hattest ja vorhin schon erwähnt, man kann auch noch helfen, wenn man nicht unbedingt Techniker ist, richtig? Also es werden jetzt nicht nur die nächsten Programmierer gesucht, sondern eben auch Leute, die sich anderen Aufgaben annehmen? Absolut, also gerade du hast vorhin über Doku gesprochen, das ist natürlich irgendwas, wo man immer arbeiten kann, aber es gibt auch, ne, man muss auch irgendwie die Sachen testen und dafür sind natürlich auch Nutzer immer eine besonders geeignete Möglichkeit, um da die Qualität nochmal zu steigern. Also deswegen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich mit einzubringen und eben auch gerne schon von zu Beginn, weil ja, je näher sowas natürlich an den Menschen stattfindet, die auch wirklich damit arbeiten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann einfach so Hals über Kopf dann eben auch auf so einer Griechenland-Mission zumindest so funktionieren kann, dass der Computer nicht frustriert in die Ecke geworfen wird. Oder zumindest nicht jeden Tag. Ein schönes Ziel. Wir haben noch ein paar Fragen reinbekommen. Und zwar, du hast ja erzählt, dass OpenAnt auf Odo basiert. Wie sieht denn da der Rückfluss aus? Sozusagen, okay, ihr entwickelt ja jetzt auch unter Open-Source-Lizenz, aber wenn ihr was verändert, fließt das direkt wieder in Odo auch ein oder arbeitet ihr überhaupt an Sachen, die davon schon bereitgestellt werden oder erweitert ihr nur? Also der Kern jetzt selber, ich sage jetzt mal, also das ist vielleicht nicht so wie das standardtypische Open-Source-Projekt, sondern es gibt schon eine Firma in Belgien,
die auch das ganze Thema Tiny ERP hieß es irgendwann, ich glaube Anfang der 2000er wurde das gestartet und das ist schon an der Stelle so, dass es da einen Treiber gibt, der sozusagen den Framework eben maßgeblich nach vorne entwickelt. Da machen natürlich Leute von überall aus der Welt mit, aber halt in der Regel dann in Verbesserung von den Dingen, die gerade da sind und nicht unbedingt neue Features zur Verfügung zu stellen, sondern das passiert dann eben in dem Community-Bereich und da wird es dann halt auch so ein bisschen technischer, wo man sich dann halt eben die Module suchen muss, man muss sie installieren, man muss sie irgendwie mit auf die Abhängigkeiten prüfen, man muss sowieso testen, ob das dann auch alles miteinander so geht. Die Qualitätsstandards sind da zwar ganz großartig, weil auch durch mehrere Reviewing-Prozesse gearbeitet wird und oftmals sind diese Community-Module sogar irgendwie so besser als der Kern. Aber deswegen, ich sage jetzt mal, an den Stellen, wo natürlich ein Problem im Kern besteht, dann kann man das auch da fixen und kann auch da ein PR einbringen. Aber dieser Feature-Bereich, in dem wir ja hauptsächlich unterwegs sind in Bezug auf die Erweiterung, da ist es dann eher mal so, dass es eine gute Inspiration gibt und so ein Modul dann auch mit in den Kern aufgenommen wird. Aber gerade auch wegen dieser Enterprise Community-Situation, die ja schon auch so ein gewisses Maß an Rivalität da darstellt, ist es schon eher so, dass eben die Community dann an einigen Stellen halt auch wirklich dafür sorgt, dass eben ebenbürtige Module für diese zusätzlichen Enterprise-Features, die dann eben nur bezahlbar zur Verfügung stehen, dann halt auch noch mitgezogen werden. Also so ein bisschen ist es, man kann zwar auch in Enterprise die Community-Module benutzen, aber dann kommt es halt auch ein Stück weit zu Duplizierung und genau, wir setzen halt tatsächlich auf dem Teil auf und es geht eher darum eben, außenrum Dinge zu entwickeln und das geht ja dann auch bis überall hin, also ja. Das heißt, indirekt gibt es sozusagen, könnte man sagen, Rückfluss, weil die neuen Sachen, die ihr baut, die ja auch frei zur Verfügung stellt, können ja andere dann auch wieder benutzen und bei sich einbauen. Genau, nur halt eben der Softwarekern, der wird durch uns in der Regel nicht unbedingt verändert. Da wird dann vielleicht mal ein Issue aufgemacht, wenn irgendwo was nicht so richtig funktioniert, aber also da ist es schon hauptsächlich so, dass es da einen Treiber gibt, der das entwickelt, aber wie gesagt, das ist auch nur ein relativ kleiner Teil von dem, was dann oftmals irgendwo im Einsatz ist, weil die Anforderungen dann doch natürlich ganz gerne auch mal sehr verschieden sind. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber habt ihr oder weißt du, ob die Community um Odo rum genau Sorge hat, dass vielleicht irgendwann der Kern nicht mehr unter Open Source ist, also nicht mehr frei verfügbar, gerade wenn es ja noch eine Enterprise-Version daneben gibt? Also mittlerweile ist ja der gesamte, also der Community und die Enterprise baut im Prinzip dann mit einer eigenen Lizenz auf diesen Kern auf und der ist unter LGPL. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass jetzt, also das mit Sicherheit irgendwie die Entwicklungsschritte so ein bisschen verlangsamen würde, weil man muss mal schon ganz, ganz ehrlich sagen muss, in dem ganzen Ökosystem ist natürlich durch die neue Enterprise-Version, auch wenn mir da damals unglaublich das Herz geblutet hat, als das passiert ist, ist halt doch irgendwie relativ viel Geld in das Projekt geflossen, was halt auch dazu geführt hat, dass die Community-Funktionalitäten sich an vielen Stellen eben sprunghaft verbessert hatten. Davon abgesehen ist es aber eine unglaublich starke Community, die da drin hängt und ich würde der so nach der Zeit, die ich jetzt da verbringen durfte, auch durchaus zutrauen, das dann mit einem Fork eben selber weiterzutreiben. Genau, hätte dann wieder ein bisschen mehr Open Source und wir müssen jetzt erstmal 3 Monate diskutieren, bis jemand anfängt zu entwickeln, was in der Regel zur besseren Software führt, manchmal aber auch dazu führt, dass Dinge irgendwie so ein bisschen ins Stocken kommen. Deswegen, also als ich war sehr argwöhnisch, also richtig wütend, muss ich ganz ehrlich sagen, als sich das so entwickelt hat, weil ich war wirklich unfassbar erstaunt, als ich aus so einem Konzernumfeld gekommen bin und mir überlegt habe, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein Tool, um Prozesse zu managen und es soll Open Source sein und bin dann wirklich da bei OpenERP gelandet und habe gedacht, ich werde nicht mehr. Eigentlich habe ich in den letzten fast 10 Jahren in dem Laden da seltene Software gesehen, die irgendwie so gut ist und das fand ich irgendwie gerade dafür dann halt wirklich beachtlich, dass es das auch noch Open Source gibt. Genau, und das hat natürlich dann irgendwie eine große Frustration an dem Tag da
mit sich gebracht, war auch bei vielen so, aber weil halt, wie gesagt, auch dieser starke Community-Part da ist und auch der jetzt da kommerzialisierte Teil halt auch weiß, was er daran hat, zumindest bis zu einem gewissen Teil, muss ich halt sagen, die sind tatsächlich in den letzten Jahren, die haben noch die Vorteile, die Nachteile so ein Stück weit überwogen. Das ist schön zu hören. Dann hoffen wir, dass es so weitergeht. Es gibt ja beides einfach in der Open-Source-Welt. Es gibt Projekte, die genau so auch sehr lange leben, wo es eben einen Teil gibt, mit dem auch Geld gemacht wird, was eben der Open-Source-Teil auch davon profitiert. Aber es gibt natürlich auch Projekte, die dann plötzlich geschlossen, also werden, nicht mehr offen sind und dann wird mit einer Kopie weitergearbeitet. Für die, die das Wort Fork nicht kennen, das heißt eigentlich eine Kopie sozusagen ziehen und von dem Stand weiterarbeiten. Das erlaubt nämlich Open-Source-Lizenzen, die dürfen nicht rückwirkend wirken. Das heißt, alles, was einmal offen ist, bleibt offen. Das heißt, der Stand, der einmal offen ist, der ist zumindest gesichert. Wir haben noch eine Frage bekommen. Und ich möchte auch nochmal alle Zuhörer des Streams, die durchgehalten haben, trotz unserer kleinen Unterbrechung, nochmal nahelegen. Es gibt die Chance, Fragen zu stellen über Twitter mit dem Hashtag CardusDebate oder über den Chat auf cardus.org/debate. Und hier kam noch mal eine Frage ein bisschen mehr zum Inhalt. Und zwar ist da jemand scheinbar sehr interessiert am Verwaltungstool von Volunteers. Ob du da mehr erzählen zu könntest? Ja, also ich kann zumindest einen Ausblick geben. Also da stecken jetzt, glaube ich, irgendwie 1,5 Jahre Entwicklung drin mittlerweile fast. Und es ist ein ziemlich umfangreiches Volunteer-Management jetzt mittlerweile geworden. Und also an der Stelle arbeitet ein Entwickler von eben Start with a Friend, der also betreut da vor Ort die Software beziehungsweise auch die ganze Technik. Und er hat jetzt eben viel an dieser Volontärsverwaltung gearbeitet und theoretisch ist vom Onboarding bis zum Offboarding mit natürlich auch dann der Betreuung des Engagements, da bis dato soweit jetzt alles abgedeckt und auch schon integriert mit Datenschutzthemen, mit Sachen, die man klären muss, Ehrenamtsvereinbarungen oder eben aber auch E-Learnings, die da mit drin stecken. Also es ist schon mittlerweile relativ opulent. Die Features, die wir jetzt bisher sortiert und ausgegliedert haben, sind ungefähr die Basis davon und genau, jetzt ist eben in den nächsten Wochen und Monaten der Gedanke eben auch gerne mit Unterstützung, da die nächsten Module dann aus dem aktuellen Zustand rauszulösen und dann eben auch mit nach Git zu transferieren. Aber vom Grunde her ist im Fall von Cardus denke ich da sofort an die Betreuung von den Volontären und eben auch diese Emergency-Roster, die da gebildet werden müssen, das Training und so weiter und so fort. Das sind natürlich Sachen, die da überall wiederkommen. Und ja, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ist ein spannendes Thema, zumal das halt auch wirklich was ist. Das ist komplett von dem anderen Teil losgelöst, weil dafür gibt es halt abgesehen von halt so einem absoluten paar Basisfunktionalitäten noch nicht außergewöhnlich viel für. Abgesehen jetzt von dem Standard-E-Learning-Modul, was dann natürlich wieder aus dem Kern der Software kommt. Kann man sich den Teil denn in der Demo-Version anschauen, die du vorhin erwähnt hattest? Ich würde jetzt mal sagen, in der Dev-Version, der Demo-Version, ja. Also vielleicht für denjenigen, der das einfach nur mal sehen möchte, gerne noch 2-3 Tage warten. Dann haben wir da nochmal 4 Augen drüber gehabt und dann ist das auch auf demo.openand.net mit anzuschauen. Aber hier sind wir gerade, wie gesagt, eigentlich mit dem Code dabei, das zu veröffentlichen. Und da wäre es natürlich nicht schön, wenn man dann auf Fehlermeldungen trifft. Das macht Sinn, da noch einen Moment dann zu warten, würde ich sagen. Natürlich. Wenn was nicht gut funktioniert, das ist immer das Abschreckendste. Wenn jemand jetzt sagt, okay, mich interessiert irgendwas oder ich wüsste gerne, welches Feature genau da ist oder zum Beispiel in der Demo, ich habe irgendwo gefunden bei euch, es gibt etwas, aber das ist nicht da oder ich möchte eben helfen, ich weiß aber nicht, wo kann er sich denn genau melden? Du hast vorhin so ein paar Sachen abstrakt genannt, aber vielleicht hast du noch mal einen konkreten URL-Twitter-Namen, irgendwas für mich. Also bei GitHub sind wir auf Open Ant Hill. Also der Haufen des Projektes sozusagen.
wo sich die Ameisen versammeln. Und da kann man dann, also jeder, der sich damit auskennt, kann Issues erstellen und so weiter und so fort. Aber es kann sich auch da wieder die ganz normalen Kommunikationswege, Stand jetzt, eine E-Mail schreiben, die Adressen sind auf der Homepage oder auch einfach da übers Kontaktformular. Und dann gibt es ja so unzählig viele Messenger-Möglichkeiten, um irgendwie in Kontakt zu treten. Und wie gesagt, das wird dann auch mal irgendwann nochmal ein bisschen publiziert, ob wir Mailinglisten noch machen wollen oder nicht. Das kann man nochmal genau sich überlegen. Da auch so würde ich dazu gehen, erstmal das noch so zu machen. Das heißt, erstmal eure Webseite, da findet man, wie es weitergeht. Genau. Sehr gut. Vielleicht zum Thema genau, wie es weitergeht. Was ist denn der Plan in der Zusammenarbeit mit Cardus? Also, ihr habt das ja jetzt schon für Logistik benutzt. Ist geplant, es weiter einzusetzen? Ich hoffe mal, oder von den Erläuterungen denke ich mal, es wird im Logistikbereich auch in der Zukunft noch zum Einsatz finden. Aber gibt es noch andere Bereiche? Vielleicht kann dazu auch noch mal Alex was sagen, der jetzt sehr geduldig zugehört hat. Alex, bist du vielleicht noch stumm? Die Regie kann ich mir mal sagen. Vielleicht kann ja erstmal Ben was erzählen aus seiner Sicht und wir gucken, ob wir Alex gleich noch mal dazu bekommen. Weißt du was von der Seite, was zukünftig mit Cardus noch geplant ist? Ja, also als nächstes wird in 2 Wochen der Makerspace in Berlin, wo auch viele Sachen dann für die Einsätze gelagert werden und so weiter und so fort, da werden wir mal Inventur machen, die Bestände entsprechend dann mal vernünftig mit ins System bringen. Dann Thema Einkauf ist natürlich irgendwie was interessant ist und wo wir dann auch versuchen werden, was zu machen. Und wir sind gerade auch dabei, in der Buchhaltung Odo beziehungsweise Open End einzuführen. Und ja, also das sind so die 3 Bereiche. Und dann, wie gesagt, halt in der Kooperation, in der Notfallhilfe, da gibt es noch relativ mehr Sachen, wo halt, wie vorhin auch schon kurz erwähnt, das ehrenamtliche Management natürlich auch was richtig Spannendes ist. Und das kann ich mir auch noch gut vorstellen, dass das dann früher oder später in Einsatz kommen wird. Aber aktuell sind wir mit Logistikbestand, ja, Einkauf und eben Buchhaltung beschäftigt. Kann man da, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das so aussieht, wenn ihr das einführt? Also setzt ihr das auf, sagt, guckt euch das mal an oder besprecht ihr erstmal zusammen, wie muss das adressiert werden? Also wie kann man sich das so vorstellen? Ja, im Prinzip wie so eine normale Software-Implementierung und dann Trainings dafür. Also genau, also wir von Humanilog bieten ja im Prinzip auch Services rund um Open End an für alle, die nicht genug technisches Verständnis dafür haben oder beziehungsweise sagen, okay, also macht ja schon Sinn auch irgendwie, dass ne, jede Software hat ja irgendwie ihre Eigenheiten. Deswegen gibt es da verschiedene Möglichkeiten von eben, ich mache komplett alles selber, bis hin zu Humanilog hilft mir mal bei so ziemlich allem, was ich brauche. Und ja, genau. Also bei Cardus ist es dann halt eben Konfiguration des Systems. Also es ist halt immer so ein Stück weit, was man halt auch genauso machen will. Ne? Es gibt Dinge, die sind eher selbsterklärend und dann eine Software zu konfigurieren, dass dann zum Schluss die Buchhaltung richtig funktioniert, ist halt schon so ein klein bisschen eine aufwendigere Angelegenheit, wo man entweder jemanden braucht, der buchhalterisch extrem erfahren ist und viel Lust hat, Software auszuprobieren. Oder man braucht halt irgendjemanden, der einen dann direkt die richtigen 20 Fragen zu Beginn stellt, und dann halt entsprechend dafür konfiguriert. Und was man natürlich schon sagen muss, ist, dass das ein Projekt ist, wo jetzt irgendwie Dokumentation jetzt nicht tonnenweise im Internet rumliegt. Zum einen, weil, ich sage jetzt mal, oftmals sind die Dinge ja dann tatsächlich auch über finanzierte Projekte von irgendwelchen Kunden umgesetzt, jetzt was Community-Features angeht. Und in der Regel haben die dann auch mit der Entwicklung die Erklärung bekommen und wollen dann nicht noch irgendwie 2 Wochen für Doku-Erstellung mitbezahlen. Deswegen ist das ganz gerne mal so, dass es ein bisschen knapp ist. Und natürlich auch ein Grund, mit den Dienstleistern in Kontakt zu treten. Das soll jetzt nicht heißen, dass das bei uns der gleiche Plan ist. Also wir wollen das ganze Thema lösen über eben diese Community und ehrenamtliches Engagement, um das halt eben auch Organisationen zu ermöglichen, die sagen, ich will das zwar komplett nutzen und auch bis ins letzte Detail, aber so viel Geld für so eine Implementierung habe ich dann auch wieder nicht, um da eben diese Lücke so ein bisschen zu schließen, ist eben auch genau der Gedanke, das über die
Community zu machen. Davon abgesehen kann man das auch ausprobieren. Also ich bin da selber durch und bin auch immer noch dabei. Also es ist ein extrem großes Paket an Möglichkeiten. Und ja, ich sage jetzt mal, da ist da so eine Community tatsächlich viel wert, weil man dann an verschiedenen Stellen fragen kann und dann meistens auch deutlich schneller seine Antwort hat. Gut. Was wären denn so aus deiner Sicht so die Wünsche und Ziele vielleicht für dieses doch noch halbwegs frische Jahr erstmal so als Zeitrahmen für das Projekt? Ich würde sagen, wär schön, wenn mehr Leute mitmachen auf allen Ebenen. Genau, so. Das würde mich persönlich sehr freuen. So, ich höre gerade, Alex ist wieder da. Alex, können wir dich hören? Hallo. Ja, hallo, hört ihr mich? Sehr schön. Ein Traum. So, ein Traum. Ich weiß nicht, wie weit du das jetzt mitverfolgen konntest. Ja. Unser Gespräch am Schluss. Ich hatte nur noch die Frage mitbekommen, inwieweit wir perspektivisch mit dem Programm Bacardos weiterarbeiten. Und dann wurde es leise. Passend. Ben hat uns schon ein bisschen erläutert, dass noch die Themen Buchhaltung, Volunteer-Management etc. anstehen. Auch auf die Gefahr, dass sich jetzt vielleicht das eine oder andere wiederholt, möchte ich doch auch trotzdem die Chance noch dir geben, zu sagen, wie denn so euer Plan aus Cardos Sicht sozusagen ist mit Open Earn. Ja, also ein konkretes Projekt, von dem ich jetzt zumindest gerade noch weiß, ist tatsächlich genau der Rückbau von dem, was wir aus Lesbos wieder mitgebracht haben. Da sind nämlich in Berlin mittlerweile ja das gesamte EMT-Equipment ist wieder angekommen und muss jetzt wieder inventarisiert werden. So, und genau dafür soll eben auch dann die Software wieder genutzt werden, um das dann vor Ort einzupflegen und dann eben wieder zur Verfügung zu haben mit Barcodes und genau. Damit es dann auch wieder gut auf die nächste Reise mitgehen kann, wohl vorbereitet. Auf den nächsten Einsatz gehen kann, genau. Genau. Dann hatte ich mir noch die Frage gestellt, was denn so die Wünsche von ihm waren an Open Earned für jetzt zum Beispiel das nächste Jahr. Das war vor allem, dass mehr Leute mitmachen. Was ist es denn so vielleicht von dir und Cardos Seite? Also ich kann jetzt ja immer nur von mir persönlich sprechen, weil das sind natürlich meine persönlichen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Also das eine ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich am Anfang ja schon nochmal gesagt, also tatsächlich aus meiner Sicht so eine größere NutzerInnenfreundlichkeit auch für Menschen, die nicht so in diesen Software-Themen drin sind. Und das andere, was ich auch da vor Ort festgestellt habe, was da schon versucht wurde zu lösen, auch in Punkten, ist natürlich schon auch die Tatsache, dass wir in der humanitären Hilfe viel in Ecken der Welt arbeiten, wo natürlich Internet auch immer nur mäßig vorhanden ist. So, und konkret irgendwie ist das Ganze auch in Lesbos schon so gebastelt worden, dass es an sich quasi standalone ohne, also selber ein WLAN zum Beispiel erzeugt hat und man auch darüber arbeiten konnte. In der Praxis war das wo es dann teilweise, als wir zum Beispiel versucht hatten, ein zweites Lager aufzubauen, dann auch immer mal nicht funktioniert hatte. Das ist sicherlich was man immer, gerade wenn wir über Softwarelösungen sprechen, natürlich auf dem Zettel haben muss, dass im Zweifel so ein Computer kaputt gehen kann, runterfallen kann, also so ganz banale Dinge, so, und dass ich im Zweifel trotzdem irgendwie arbeitsfähig sein muss, ne? So, und das, also jetzt mal losgelöst nochmal irgendwie von den Fragen dieses Programms oder so, ist das was ich auch da nochmal so ein bisschen aus der Logistik mitgenommen habe, dass du da natürlich irgendwie, du brauchst halt einen Plan B, wenn dann auch Sachen mal nicht funktionieren oder so, weil du dann natürlich im Zweifel nicht unglaublich viel Zeit hast, um Probleme zu fixen, sondern dann ja tatsächlich ja helfen musst, so, oder einsatzfähig sein musst, und da irgendwie einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, total wichtig, so. Wenn zum Thema Ausfallsicherheit sozusagen, habt ihr euch da denn schon im Besonderen mit beschäftigt? Also, oder auch gerade Funktionalität ohne Internet, weil gerade in Krisengebieten ist natürlich, wie Alex schon sagte, funktionierendes Internet ein Stück weit ein Luxus. Wie weit ist denn überhaupt Open Earned darauf angewiesen? Also grundsätzlich ist das macht es schon Sinn, dass überall da, wo man Internet hat, man das über die Cloud laufen lässt, weil
einfach der Zugriff darüber dann natürlich eine bessere Möglichkeit, also man mehr Möglichkeiten hat. Aber wir hatten extra für den Einsatz in Griechenland dann quasi nochmal also einen Local Server sozusagen aufgesetzt, wo dann eben auf dem Notebook Odoo mitgefahren ist. Und ja, das war tatsächlich für einen Einsatz ohne Internet gedacht. Und die Betriebssystemprobleme, die es gegeben hat, die lagen auch hauptsächlich dann an der Verbindung zum Internet, die dann eben in dem Moment doch da gewesen ist. Aber das sind natürlich zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist halt die Software an sich und das andere ist natürlich, wie sieht es denn jetzt dann nochmal mit dem Einsatz von der Software remote aus. Also deswegen klar, da gibt es jetzt auch schon eine Lösung für die wir in der Schublade fürs nächste Mal haben. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wie aufwendig das hinter den Kulissen hier ist, so eine Videokonferenz zusammen zu organisieren, an der Stelle einmal vielleicht danke an das ganze Team. Alle, die sich ein bisschen auskennen, wissen, wie viele Stolpersteine es bei sowas da geben kann. Und da muss man dann mit Redundanzen arbeiten und vielleicht wirklich irgendwie zwei Computer mit dabei haben und eben vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann eben auch noch irgendwie Technik vereinfachen, Know-how vermehren an den verschiedensten Ecken. Und dann, glaube ich, ist das schon ein Weg, den man gehen kann. Und ich meine, wenn alle Lichter ausgehen und der Generator nicht mehr funktioniert, dann, sag ich mal, kann man im Notfall immer noch eine Excel-Liste nehmen oder halt ein Blatt Papier. So viel, ich sage jetzt mal, Flexibilität ist, glaube ich, dann einfach in der Situation gefordert. Aber klar, alles, was möglich ist, da an Fallback zu schaffen und Sicherheiten mit einzubringen und auch irgendwie so ein bisschen das Standgas noch ruhiger zu stellen in so einer ganzen Angelegenheit ist natürlich was da auch mit auf den Plan kommt. Ist auch schon auf der Liste der Lessons Learned aus Lesbos mit drauf und wird auf jeden Fall beim nächsten Einsatz auf dran schon besser funktionieren. Also ich merke, was wir heute gehört haben, ist, ihr lernt permanent, ihr seid da agil, ihr passt euch an die Probleme, die kommen und ihr seid da am Wachsen und auch irgendwie gedeihen. Und ich bin da sehr, also es klingt auf jeden Fall alles sehr spannend und sehr schön und offensichtlich, wie wir von Alex gehört haben, also oder auch von dir ja schon, Unterstützung bedarf es und Alex wünscht sich noch mehr Unterstützung im Bereich Dokumentation und Schreiben von Anleitungen. Also vielleicht findet ja sich hier der eine oder andere, der sagt, ich wollte mich immer mal einbringen, ich habe gerade viel Zeit, ich sitze zu Hause, ich gucke mir das mal an, ich helfe da mal, damit das Ganze dann auch für die den nächsten Laien, der kommt, verständlich ist. Und auch da aus persönlicher Erfahrung ein kleiner Tipp, Dokumentation muss nämlich einer schreiben und der Erste einmal gegenspielen und lesen, weil erst dann ist sie wirklich gut. Das heißt, selbst wenn man da dann sozusagen sich als Laie zur Verfügung stellt, um existente Dokumentation mal zu testen oder so, beziehungsweise das Ganze einfach auszuprobieren, manchmal schon einfach die richtigen Fragen aufzuschreiben, die dann mal jemand anders beantworten kann, kann das schon sehr hilfreich sein. So, damit bin ich mit den Fragen von meiner Seite soweit durch. Würde euch aber gerne nochmal, falls ihr Interesse habt, die Chance geben, nochmal was abschließend zu sagen. Weiß nicht, nochmal ein Aufruf oder was ihr euch so vorstellt. Sven, hast du noch was? Ja, im Prinzip habe ich ja schon drei Schleifen gedreht. Also ich... Ich freue mich auf jeden, der sich jetzt im Nachgang meldet und Lust bekommt, mitzumachen in den verschiedensten Bereichen, also auch technisch gesehen, also vielleicht noch da, das ist hauptsächlich schon Python, JavaScript und dann eben halt auch dieser eigene Framework, die eigene API, aber auch wenn jemand irgendwie vielleicht Lust hat, sich Docker-mäßig mit einzubringen und da so ein bisschen die Arbeit für die Entwicklung nochmal zu optimieren oder wer auch sonst der Meinung ist, er könnte was mit einbringen. Wir freuen uns über jeden, der sich meldet. So, sagt doch nochmal bitte eure Domain, also eure Webseite, damit auch das nochmal da ist. Openand.net. .net, genau, das ist immer wichtig. Sonst gibt man es direkt falsch ein, wie ich immer gerne. Ich mache mal überall org oder .de. Dann auch Alex, hast du nochmal was du zum Schluss sagen möchtest?
Ich habe dem eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer dass ich mich natürlich dem Aufruf von Ben da absolut anschließen kann, weil natürlich auch wir als Cadus auf jeden Fall auch in Lesbos jetzt bei unserem Einsatz von der Software profitiert haben und ich in dem Sinne natürlich auch sehr hoffe, dass sich das Ganze weiterentwickelt und wir dann in den nächsten Einsätzen wieder damit in den Einsatz gehen können mit vielen neuen Features und ja, in diesem Sinne, genau. Die sie leisten. Da freuen die sich sehr, denn das Equipment, von dem wir gehört haben, Medikamente, Materialien, Infrastruktur vor Ort und auch die Einsätze selbst kosten natürlich alles Geld. Das heißt, wenn ihr da unterstützen möchtet, geht bitte auf www.cadus.org/de/spenden. Das findet ihr auch einfach, wenn ihr nur auf cadus.org geht. Und besonders freut Cadus sich natürlich über Daueraufträge, denn mit denen können sie flexibel auf aktuelle Notlagen reagieren und vor allem bedeutet das Ganze auch weniger Verwaltungsaufwand. Und auch wenn sie jetzt bald auch hoffentlich dafür neue tolle Software haben von OpenEarned, ist es doch deutlich einfacher, wenn da regelmäßig was reinkommt und ermöglicht auch mehr Planungssicherheit. Damit bin ich am Ende. Wenn ihr beim nächsten Cardus Debate wieder dabei sein wollt, schaut rein. Informationen findet ihr auf Twitter, cardus-org oder bestimmt auch auf der Webseite. Und damit bleibt mir gar nichts weiteres mehr, als mich zu bedanken, auch bei euch fürs Zuschauen und für eure Fragen und euch einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit zu wünschen.